Na, ist mal eine Wurst. Wollen wir eine eigene Wurst hier? Ich möchte keine Wurst. Ich möchte mal von dir naschen, aber ich möchte keine ganze Wurst. Keine Wurst? Nee. Nimmst du mal die Kamera? Ja. Ich hätte gerne eine Krakauer, bitte. Sechs Euro? 6 Euro für so ein Stück Gewebe, wo mal Kot drin war, was jetzt aber gefüllt ist mit zerhacktem Muskel- und Fettgewebe, was außenrum war. 6 Euro. Die Menschheit ist was Tolles. Zeig mal, Jorissica, ist das eine Bockwurst oder eine Krakauer? Das sprechen wir gleich mit ihr vor zum Sinn. Oh. Da werde ich mich richtig schön beschmattern jetzt. Also jetzt ist das Problem, ich bin ja keine Krakauer-Experte ausgewiesen. Ne? Ich weiß halt nicht... Das sind, glaube ich, schon Krakauer. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal eine Wurst, ne? Krakauer ist eine Wurst. Aber es ist eine Bockwurst. Das ist, weil eine Krakauer ist eigentlich wie ein Knacker. Warte mal. Kalt. Und trocken, sehr trocken. Sehr trocken. Mayo? Ich denke, nein. Senf, ja, Ketchup wahrscheinlich, aber Mayo sieht für mich anders aus. Staune, aber da kann man reinfassen. Komm, wir gehen mal ein Stück. Was dann? Was dann? Das ist Mango-Glühwein, Jurassica. Auf gar keinen Fall. Soll ich erkundige mal, was Mango-Glühwein ist. Mhm. Was ist denn Mango-Glühwein? Aber ist es praktisch Wein, der aus vergorener Mango gemacht wird, meine Lieben? Also, wir sind jetzt nämlich im Museumsshop, meine Lieben. Und wenn wir nochmal eine Rückblende machen zu... Guten Tag, sagen Sie bitte die Toilette. Guten Tag, hallo. Okay, es gibt einmal welche auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist viel zu kalt, das sind Damen von Welt. Dankeschön. Da oder wo ist der? Da? Ja. Dankeschön. Wir sind gleich wieder da. Ach, du süße Maus. Wir waren jetzt gerade auf dem Klo im Shop. Ich musste groß. Manchmal ist das so. Und jetzt ist genau nach mir ist eine ältere Dame aufs Klo gegangen. Das ist mir sehr unangenehm. Wie ihr gerade gesehen habt, waren wir auch schon mal in einem anderen Museumsshop auf dem Klo und wir versuchen Gleiches hier jetzt auch. Stimmt, das war in Charlottenburg. Das haben die Leute gerade gesehen. Ach so, ja, okay, stimmt. So, jetzt sind wir hier im Museumsshop. Du fragst. Ich frage auf keinen Fall nach dem Klo. Und der ist süß. Der ist total süß. Ach so, der ist wirklich süß. Aber der ist halt. Hallo. Hallo. Morgen findet uns nicht so süß. Der hasst uns, ja. Ich schenke dir jetzt was zu Weihnachten. Nee, wenn es ein neues Gehirn gibt, es nämlich sehr gern. Aber guck mal, hier an den Stiften sind so kleine Sachen. Passt zu den Ohrringen. Schau mal. Ich will was anderes aussuchen. Okay. Das wäre eine Tasche mit Lustquasten, die hätte ich gern. Mmh. Ach, die Tasche mit den Quasten, das war auch ausnahmslos hässlich. Meine Güte, wie kann man denn so eine hässliche Tasche gestalten? Hier gibt es Parfum, das heißt für Breath of Berlin. Oh, das möchte man aber eigentlich nicht haben. Doch, wir testen das jetzt mal. Ja. Wir begegnen uns jetzt. Clubtoilette und Blumen. Sehr blumig. Das riecht ein bisschen nach Transvestit, muss ich sagen. Da habe ich jetzt sehr Hoffnung, dass es nach Wodka riecht. Oh, es riecht auch nach Clubtoilette. Boah, das ist ja... Und Spieleparadies. So, was haben wir hier? Das riecht nach... Axman-Eis. Nur was Sportliches. Was Sportliches für den Herrn zwischendurch. Und das ist der Abendduft. Jetzt habe ich es an der Hand. Oh, jetzt riecht wie mein toter Opa. Immer noch gelb an der Lippe. Aber bevor er gestorben ist, riecht wie mein toter Opa. Es riecht wie der Hilmar. Halt mal das Dash. Aber sei vorsichtig. Nee, ich mache das mit der Faust, weißt du? Immer zu. Und lass auch zu, dass du die auch nie abschneidest. Die ist so lang, dass sie, die kann... Alter, als hättest du dich zum ersten Mal geschminkt im Leben, meine Liebe. Ich bin so zärtlich. Zärtliche Cousine.
jetzt warten wir ein halbes Minütchen, bis es angezogen ist, nicht? Du bist ja auch Make-up-Artistin, oder? Ja, ist immer mein Gesicht. Sehr flächig. Aber hier läuft so Fickmusik, hörst du das? Mm, ja, ich bin schon sehr fickerig. You can leave your head on. You can leave your head on. Mittendrin stand oder bei meine Lieben. Sehr kalte Puste hast du. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hast du ein Sicherheitsgefühl? Ich habe jetzt ein unwahrscheinliches Sicherheitsgefühl, meine Liebe. Ich fühle mich safe, dass halt Kinder immer schreien müssen die ganze Zeit. Was denn? Nee, aber da würde ich sagen, geht's weiter. Hör mir doch einmal zu, verdammt. Ich möchte fritten. Kleines Püppchen gestattet? Guck mal, da oben ist der Avalon-Nebel oder so an die Decke projiziert. Das ist auch sehr, sehr modern. Das ist der Avalon-Nebel? Ja, ja. Ach Gott, das ist so sehr mystisch hier gerade. Schau mal. Schau mal hier. Ich weiß nicht, wie das ein Kinderfahrgeschäft. Wo? Da. Ja, dann gehen wir da hin. Und deine Ohrringe nerven. Oh, es regnet auch schon wieder. Hallo. Zwei Chips, bitte. Aber du passt doch nicht in den Fisch. Ja. Ich möchte, dann passt in den Fisch rein. Danke. Oh, es ist festlich. So festlich. Ah, nicht unter den Rock gucken. Nein. Wir hätten Glühwein mitnehmen sollen, finde ich. Ja, meine Güte, das haben wir nur uns und das reicht uns auch, meine Güte. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich die Glühwein festhalten soll, weil ich halte mich schon an der Schlange hinter dem Goldfisch fest. Weil der Fahrtwind, der, also wirklich, die Dutte fliegt mir fast vom Kopf. Falls ihr Kinder auch scheiße findet, falls ihr abends mal auf den Weihnachtsmarkt geht und habt ihr das Kinderfahrgeschäft ganz für euch. Ja. Wenn ihr zwei verzweifelte Transvestiten seid. Und wir sind sehr verzweifelt. Und auch zwei. Und ich glaube, das ist Dean Martin. Nee, warte mal, das ist doch... Nee, das ist... Louis Armstrong. Das ist Louis Vuitton, genau. Ja. Soll ich mal Shazammen? Shazam mal. Weißt du, genau meine Musik. Ja, du kennst mich, ich bin ja so eine altbackene auch. Ja, und sehr unmodern. Ach, da ist der Fernsehturm. Aber man sieht ihn so schlecht. Musik wird erkannt. Suche läuft. Bitte warten. Bing Crosby, sag Alter. Sag ich doch. Du hast da Sinn. Und ich saß auf einem Rind. Und ich saß im Goldfisch. Ja. Aber der war nett, der Mann da in der Kasse. Der hat sogar angesagt, dass es jetzt losgeht. Tschüss. Boah, wie die nerven, die Ohrringe. Ich finde mit dem Teppich schon sehr festlich, muss ich sagen. Also, wie schön wenn, wenn ihr schon mal bei einer Darmspiegelung dabei wart, so sieht übrigens ein Dickdarm von innen aus. Ja. Und es tropft überall. Ein Herz für Bäume. Da ist ein Klo. Da ist ein Klo. Also da ist ordentlich was los in der Schüssel. Gibt's darf ich ehrlich sein? Ja. Ich zwick lieber, als dass ich hier aufs Klo gehe. Was ist ein Scheißwetter gerade? Ich möchte jetzt Pilzstroganoff. Also Fritten haben wir nicht gefunden, Weinhaus. Das heißt, wir machen jetzt Pilzstroganoff ganz vom Anfang, wo der Geile stand. Und in den Baum greife ich aber auch nochmal so richtig rein. Aber sehr gerne, meine Liebe. So festlich. Guck mal, wie festlich das ist. Soll ich schon mal vorstellen, wenn du reingehst? Ja, gerne. Tiefer. Oh, das Wetter ist so beschissen, weil ich will nach Hause gehen. Aber erst so die Schwammer. Ja, erst die Schwammer und dann gehen wir nach Hause. Der Rest hat der war geil. Wer denn? Der da. Der mit dem Rucksack? Ja. Okay. So beschissen hier. Guck mal, da ist er. Willst du auch was essen? Na, ich nasche bei dir mit. Hallo. Hallo. Was bekommen wir jetzt alles? Mit Stroganoff und Spätzle-Kroketten. Ach, das sind Spätzle in den Kroketten. Das sind Spätzle in den Kroketten. Sie können kochen offensichtlich. Ich vermute.
Die Weihnachtsstadt hat schon wieder. So, was du siehst, wollen wir noch? Oh, Löffel. Champignon, Shiitake-Pilze und Buchenpilze. Mmh. Gutenpilze? Buchenpilze. Buchenpilze. So weihnachtlich. So ein Scheißopfer. Aber hier die Bälle. Meine Salami sind auch richtig gut. Oder? Na, auch gut, ja. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Ich brauche mir das jetzt auf jeden Fall. Ja. Soll ich auch einen ganzen Ball? Warum ist es bei dir? Was sagst du an mir? Also Weihnachten. Boah, ist wirklich sehr mächtig. Das ist sehr viel. Das. Ist alles weg? Ich auch. Hm? Lecker. Wir haben noch nie so lange abmoderiert. Das stimmt. Folgt uns auf YouTube und auf Threads und auf Instagram und auf StudiVZ. StudiVZ im MySpace. Und Grindr. Und Teletext-Seite 371. Sind wir auch noch mit dabei. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und frohe Weihnachten. Und bis nächstes Jahr, ihr süßen Mäuse. Merry Christmas, Beise. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten.